Feind Game. Feind Game. Badass Danny's Game. Nochmal, 1 von 4. Oh, scheiße, ich hab gestartet. Sorry. Ja, ich hab zufällig den schwarzen Charakter bekommen. Alles gut. Oh, Gott sei Dank. Das wäre echt peinlich gewesen, was du. Lunch Lady. Moin, mein Brothers and Sisters, mein Name ist Stylish Styles und heute zocken wir Lunch Lady. Unsere Aufgabe ist es, abends in der Schule 10 Seiten zu finden für unsere finalen Exams, aber... Wir sind alle verloren. Wir sind verloren. Die Lunch Lady ist hinter uns her und versucht uns fertig zu machen. Ja, Lunch Lady, ey, ohne die ist so gruselig, ne, die alte nette Frau. Nette Frau. Die ist alles andere als nett. Wir trennen uns direkt. Doch, oh mein Gott, ich hab den Schlüssel. Achso. Wir können. Oh, sehr gut. Oh, ich hab auch einen Schlüssel. Was? Yeah, let's go, bro. Ey, Daddy, du willst mir sagen, wir finden jetzt hier am Anfang dieser Runde direkt den Hallway A und C Key? Ich hab C, das heißt, du musst gerade zu mir kommen, da ist A. Aber warte mal ganz kurz. Bevor wir weitergehen, okay? Ja. Bevor wir die erste Seite aufheben. Weil ich glaube, wenn wir nicht die erste Seite aufheben, kommt sie nicht. Hast du verstanden? Ich hab verstanden. Bewegst du doch ganz mit deinem Kopf. Ich will gucken, wie das sieht. Okay, das sieht dumm aus. Hier, das ist B. Nein, komm her. Komm erstmal hierher, bitte. Vertrau mir einfach mal. Lass uns umschauen komplett. Lass nur hier kurz umschauen in dieser Gegend, damit wir nicht mal hier zurückkehren müssen. Du hast recht. Bevor wir weitergehen. Ja, ich bin doof. Du bist der allerschlauste Mensch der Welt. Deswegen heißt du Stacy und bist Cheerleaderin. Oh, ich hab Medikit. Ja! Oh, ich hab hier ein Packdingser gefunden, ein Papier. Aber warte kurz, ich heb das noch nicht auf. Ja, das war nämlich dein Plan, den nicht aufzuheben, nicht meiner. Wir wollen uns hier erstmal umschauen. Wir können uns theoretisch überall einmal umschauen und dann erst die Sachen aufheben. Aber dann müssten wir uns alles merken und das wäre irgendwie kacke. Das wäre richtig kacke. Warte, kommt sie? Kommt. Oh! Dein Plan ist nicht gut aufgegangen, ne? Okay, ich mache hier hinten die Tür auf zu Hallway A. Okay. Die ist offen. Ich lauf rein, ne? Mach mal. Ich hab C. Oh Gott. Oh mein Gott, wir brauchen einen Staircase-Key. Oh, ich glaube, ich werde erwischt, Styli. Nein, du darfst nicht am Anfang schon erwischt werden. Das wäre total doof. Sie wirft gerade. Ich wurde nicht erwischt, ich bin an ihr vorbeigejoggt. Okay, das ist gut. Oh mein Gott. Du hast aufgemacht die Tür, ne? Ich habe die aufgemacht zu Hallway A. Oh mein Gott, allerdings brauchen wir jetzt als nächstes den Staircase-Key, um die Treppen nach oben zu kommen. Ich habe C. Ja, C kannst du öffnen, das ist dann gut. Öffne mal alle C-Türen. Was denn? Junge, du hast mich erschreckt! Guck mal, wie komisch du läufst. Du bist wie ein Alien. Ja, ich wünschte, ich könnte mich ducken. Dann würde ich nicht aufdenken. Hallway B-Key brauchen wir als nächstes. Oh, ich habe C gefunden. Staircase-Key habe ich gefunden. Oh mein Gott, wir sind gerade so gut dabei und wir haben gerade mal eine Seite. Hier ist B. Hast du B? Ich habe kein B, ich habe nur A. Oh nein. Aber komm mal her und öffne diese Tür hier hinten. Hier ist Medikit. Ey, die Medikit ist hier versteckt, ne? Der Medikit war einfach hinter dem Ding, Alter. Jetzt haben wir. Oh, hier ist auch noch. Nein, hier ist nix. Unten ist nix mehr. Ich hab Angst. Ich hab unten einfach nichts davon. Ich geh nochmal nach oben. Ich hör sie. Bist du oben? Ich bin oben, aber ich weiß nicht, wo... Warte, vielleicht kann ich sie ablenken. Alles gut, ich sehe sie nicht. Ich hab sie nur gehört. Okay, es hört sich so an, als wäre sie direkt neben mir, aber ich sehe sie nicht. Ja, das ist mit dem Spiel so. Das ist echt weird. Hier ist eine Tür noch nicht... Oh Gott, sie war direkt neben mir. Hier ist Papier gefunden. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Hier unten ist noch Medikit. Ich bin in der oberen Etage. Nee. Okay, sie wirft. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin tot. Ich bin auf die Männertoilette gelaufen. Das ist eine Sackgasse. Wenn sie hier reinkommt. Ach so, renn einfach schnell raus. Oder ich versuche sie abzulenken, warte. Sie ist nicht rausgekommen. Reingekommen. Ich bin hier. Oh mein Gott. Hallo, wie geht's dir? Hi, was geht? Ein weiteres Medikit ist schon wieder hier. Oh mein Gott, Hallway B-Key brauchen wir hierfür. Ich habe eine zweite Tür gefunden. Meine ich ja. Wo könnte der aber sein? Das ist immer das Problem. Der letzte Schlüssel, der fehlt irgendwie immer. Ich höre sie. Sie ist ganz nah irgendwie. Das macht mir Angst. Oh Gott, wo könnte sie sein? Bitte tu mir nichts an, du Schwein. Oh Gott! Oh nein, 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 nein! Lauf! Sie ist genau hinter mir. Und ich habe Angst, dass sie irgendwas wirft. Oh Gott, und du bist auf derselben Etage wie ich. Das ist nicht gut. Bin ich auf derselben Etage? Ja! Oh no. Du musst hier weg. Oh Gott. Ich höre sie, scheiße. Ja. Ich laufe jetzt zur Seite. Oh nein, 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 ich habe Angst. Okay, ich laufe jetzt ganz schnell woanders hin. Ich bin auf der unteren Etage. Oh mein Gott, du bist auf der unteren Etage? Ja, ich suche einen Schlüssel. Auf Zwang jetzt. Okay. Oh, hier ist eine Seite. Nice. What? Nein! Wo hast du ihn gefunden? Ich bin gestorben. Okay, aber du kannst dich heilen, oder? Durch dieses verdammte Ventil hier. Kannst du dich heilen? Ja, ja. Ich warte noch ganz kurz, weil sie gerade hier ist. Bevor ich mich heile. Let's go! Oh mein Gott, das ist aber gut, dass du was gefunden hast. Deswegen respektiere ich dich so hart. Mhm. Solltest du?
Ich muss es abbrechen, das Medikit. Das Ventil ist wieder angegangen über mir. Ich hätte mich ja nicht wieder überleben können, wenn das Ventil an ist. Hallway B-Key wiederum. Oh, hier ist eine Seite. Oh, nice. Es fehlen noch 3 Seiten. Das kann nicht wahr sein. Immer wenn ich das Medikit fertig caste, geht dieses Ventil wieder an. Komm schon. Aber der Schlüssel, der ist nicht da. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der muss irgendwo hier sein. Er muss. Ich höre sie. Oh nein, jetzt kommt sie als nächstes. Wo bist du? Ich liege hier unten immer noch. Ich belebe mich jetzt wieder. Egal, was passiert. Komm schon, Siley. Komm schon. Okay, ich könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Sei optimistisch. Ja, ich glaube, ich werde sterben. Schnapp dir einfach direkt wieder ein Medikit neues und dann funktioniert das. Hab ich, aber ich habe Angst. In dem Raum bin ich nicht so sicher. Es ist nur ein kleiner Tisch, um den ich rumlaufen kann. Okay, ich lebe wieder. Findet sich hier vielleicht irgendwas außer dieser Schleim? Das haben wir gegessen, ekelhaft. Chelsea, sie kommt. Ne, alles gut hier unten. Oh mein Gott, sie geht in den Raum, in dem ich die ganze Zeit war. Ich kann es nicht glauben. Das heißt, du bist sie safe. Sie ist oben. Also glatt bin ich doch safe, ja, aber... Okay, sie ist bei mir. Was, Medikit? Ich höre sie. Ja, ich habe das Medikit eingesammelt, weil ich habe mich doch wiederbelebt. Warte, du darfst nicht vergessen, wir schauen immer in den Klassenräumen, ne? Ja. Aber da eine Seite habe ich gefunden, nicht in den Klassenraum, sondern einfach auf dem Flur auf dem Tisch. Ach also so? Schau dich da auch um. Das geht auch? Ja, schau dich da auch um, auf jeden Fall. Okay, guter Tipp. Vielleicht hängt auch meine Seite auch irgendwo einfach dran. Sie kommt, sie ist hier. Sie ist hier bei mir. Sie folgt mich gerade. Okay, okay. Sie folgt mich weiterhin. Ich könnte sein, dass ich sterbe. Sie ist genau hinter mir. Ich bin tot, glaube ich. Sie ist hinter mir. Was? Oh Gott, das ist nicht gut, Mann. Aber danke. Okay, ich gehe. Oh, sie wirft! Ich geh nochmal nach unten. Ich hab Angst. Ich schaue mich dann hier einfach mal unten um nochmal, aber... Ja, sie folgt mir. Aber ich suche mal nach einem Tisch oder so. Kann es auch sein, dass irgendwie sowas ein Zettel an diesen Plakatwänden festhängt? Bestimmt. Ich schließe das nicht aus. Oh Gott, sie wirft wieder. Und ich konnte nicht ausweichen. Oh Gott. Ich hab ihr unter den Rock geguckt, verdammt. Ich hab ein Medikit, alles gut. Jetzt wirst du für immer verstört sein, mein Beileid. Meine Augen, sie brennen! Ja, ich hab die auch schon mit jemandem durchgeguckt, aber ich hab das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Oh Gott, sie will was werfen. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Ich glaube, da war eine Tür. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ja. Das Ding ist, was haben wir übersehen? Sie ist gerade hinter mir und sie wirft schon wieder. Oh. Natürlich hat sie mich getroffen und ich hab nichts mehr. Ich hab keine Pfanne, ich hab nichts zu verteidigen. Kannst du mich irgendwie wiederholen vom Principal's Office? Ja, ich kann mich wiederholen. Bis hier, ich komme. Mann! Du bist oben, oder? Sie schließt die Tür. Oben. Sie schließt immer die Türen. Ich kann da nicht hin, weil sie da steht. Ich muss die andere Seite hoch. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. Ich danke dir fürs Hochheben, du komischer Alien. Ich nehme kurz das Medipack hier. Okay. Sehr schön. Du hörst aber auch wie ein Alien. Okay, da ist ein Monster hinter mir auch. Ich weiß, ja, auch auf dem Tisch, ja, meinst du? Ne, das Medipack hier, ja. Hab ich? Oh Gott, nein, dieses Monster. Okay, Leute. Ich denke mal, wir lassen die Folge erstmal stehen. Es ist schade, dass wir nicht alles gefunden haben. Wir haben auch eine Folge auf Dannys Kanal aufgenommen. Checkt die gerne aus. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Bye, bye.